Hallo. Hallo, genau. Meine Vorredner haben schon viel gesagt, aber wir haben auch gesagt, auch wenn wir uns heute wiederholen oder auch immer wieder wiederholen, man kann es nicht oft genug gehört haben. Einmal wollte ich einmal nochmal aufmerksam machen auf unseren Schild da oben, damit das nochmal alle sehen. Unser Schild Gina Massa Amini Platz, der immer noch hängt und auch hoffentlich hängen bleiben darf. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle Frauen auf der ganzen Welt, die für Menschenrechte, für Frauenrechte sich einsetzen. Dieser Nobelpreis an Narges Mohammadi gilt für uns alle. Danke. Und dieser Nobelpreis an Narges Mohammadi haben wir auch alle, die aktiv waren, vor allem in diesem letzten Jahr, mit dazu gebracht, weil Narges Mohammadi durch uns alle im Ausland, im Inland gehört worden ist. Deshalb ein Dankeschön und ein Berolle Irania Hassan Abashid. Einen Satz hatte ich mir aufgeschrieben nur zu Narges Mohammadi, und zwar sagt sie wohl immer: Sieg ist nicht leicht, aber sicher. Ich wollte kurz, wenn wir diese Parole Jinjian Azadi, die aus den kurdischen Gebieten kommen, alle, die Jinjian Azadi rufen, müssen jetzt auch nach Rojava gucken und auch dazu gucken, darauf gucken, was unser NATO-Staat Türkei mit den kurdischen Gebieten in Nordirak, in Syrien gerade veranstaltet, diese Bombardierung. Also auch dafür müssen wir laut sein, wenn wir was sehen, teilen, damit wir nicht wegschauen, was dort passiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass genau diese Menschen 2014 sich vor die IS gestellt haben und für uns gekämpft haben. Ich muss euch alle mitteilen, dass wir sind jetzt seit über 53, 54 Wochen jeden Samstag hier gewesen. Wir haben gesprochen und haben gedacht, dass wir es jetzt reduzieren, nicht mehr jede Woche, sondern den ersten Samstag im Monat die Kundgebung machen. Das heißt, die nächste Kundgebung wäre erst am 4.11., damit wir mit voller Kraft den ersten Samstag des Monats auf die Straße kommen können. Vielleicht haben dann auch mehr Leute Zeit, wenn die das vorher planen, dabei zu sein, damit wir mit einer starken Stimme, mit mehr Menschen hier stehen können. Aber natürlich wird es immer, wenn wir wollen, eine Spontan-Demo, Spontan-Kundgebung geben können. Und dafür würde ich euch bitten, wer interessiert ist, kann unsere Instagram-Seite folgen. Die lautet Frauen, Leben, Freiheit, unterstrich Münster. Da könnt ihr immer sehen, wann die nächsten Veranstaltungen sind, weil wir wollen uns auch jetzt ein bisschen die Zeit nehmen, dass wir auch andere Veranstaltungen machen, Themenabende, wie jetzt zum Beispiel am 20.10. haben wir eine Vorlesung im Haus der Familie. Auch die Flyer müssen da sein, könnt ihr gleich euch ja auch abholen. Da gibt es eine Vorlesung über das Buch Iran, die Freiheit ist weiblich, und mit einer Cellistin, die auch Musik macht. Also wer möchte, am 20.10. um 18.30 Uhr Haus der Familie. Wir möchten halt auf jeden Fall solche Veranstaltungen mehr machen im Monat oder halt Sitzungen, wo wir sitzen können zusammen und auch etwas tiefgründigere Gespräche führen, wie wir weitermachen wollen, was können wir machen. Ja, aber zu den Kundgebungen, nur dass ihr es auch weitergibt, ist es nur noch der erste Samstag im Monat von 14 Uhr bis 15 Uhr, 15.30 Uhr hier auf dem Stubenplatz. Was ich noch mitteilen möchte ist, es gibt einen Möchtegerne-Sänger, der heißt Amir Tatalu, eigentlich gar nicht redenswert, diese Kreatur, aber er ist am 28.10. hier in Oberhausen, in der Oberhausen Arena, und hat ein Konzert. Dieser Tatalu ist ein Regimefreund, unterstützt das Regime,
Unabhängig davon redet er über Gina Mahsa Amini, Entschuldigung für die Wortwahl, aber er sagt, sie ist eine Hure. Und jede Frau, die im Iran sich nicht an die Regel hält und ihr Kopftuch abnimmt, ist genauso eine, Entschuldigung, eine H-Punkt-Punkt. Und so eine Kreatur darf hier sein Konzert halten, obwohl wir eine Petition geschaltet haben, oder es wurde eine Petition geschaltet, und schon fast 70.000 Menschen haben diese Petition unterschrieben, damit diese Veranstaltung nicht stattfinden kann. Aber Oberhausen Stadt hatte dann gesagt, ja, wir können das nicht, Demokratie, wir können nichts tun, außer wenn wir denken, dass die Sicherheit gefährdet ist. Wir müssen jetzt gucken, was wir dafür tun, damit sie das Gefühl haben, dass die Sicherheit gefährdet ist. Aber es ist eine Frechheit, wisst ihr warum? Weil ich denke, das islamische Regime im Iran denkt sich, im Iran, ihr könnt so laut sein, wie ihr wollt, Weltgemeinschaft. Im Iran können wir trotzdem noch weiterhin töten, hinrichten, foltern und keiner kann uns was sagen. Und wisst ihr was? Wir können sogar unsere Leute nach Deutschland schicken und auch dort können die weiter ihre Konzerte haben und wir können Werbung für uns machen. Auch da könnt ihr nichts tun. Und das finde ich eine Frechheit, dass die deutsche Regierung, dass die Städte wie Oberhausen das mitmachen, obwohl die genau wissen, was seit mindestens einem Jahr, seit 44 Jahren, was die Islamische Republik mit den Menschen im Iran macht. Und dieser Tatalu, der nur menschenverachtende Hassreden gegen Frauen hat, dieser Kreatur darf gar nicht eine Bühne kriegen, aber er hat es. Deshalb würde ich mich wünschen, also ihr könnt auf Change.org gehen, da ist die Petition, die könnt ihr auch mit unterschreiben. Und wir müssen gucken, was wir dagegen tun können, dass diese am 28. nicht teilnimmt. Ich hatte ja gerade schon mitgeteilt, dass wir waren jetzt 54 Wochen jeden Samstag hier und werden das jetzt reduzieren auf einmal im Monat, immer den ersten Samstag im Monat. Die nächste Kundgebung wäre dann am 4.11. Dass ihr das auch weitergibt und teilt, damit sonst keiner hier hinkommt und uns sucht. Aber um andere Veranstaltungen zu sehen, die wir sonst machen werden, und die werden wir machen, weil wir es reduziert haben, das ist nicht der Grund, dass wir nicht mehr die Notwendigkeit sehen. Die Notwendigkeit ist sogar jetzt noch viel größer. Es ist noch wichtiger, dass wir dort hinsehen, dass wir Aufmerksamkeit in den Iran schieben, aber wir wollen es mit anderen Veranstaltungen noch machen. Und diese anderen Veranstaltungen könnt ihr auf unserer Instagram-Seite sehen, Frauen leben Freiheit unterstrich Münster, oder mir die E-Mail-Adresse geben und ich schicke euch eine E-Mail. Was könnt ihr sonst in diesem Monat machen? Bitte vergisst nicht, was im Iran passiert ist und was jeden Tag passiert. Wir haben immer noch über 20.000 politische Gefangene, alleine die in dem letzten Jahr festgenommen worden sind. Und wir wissen, wir haben noch viel mehr politische Gefangene, weil seit 44 Jahren dieses iranische Regime an der Macht ist. Also vergisst die politischen Gefangenen nicht. Wenn ihr die Videos seht, Fotos seht, teilt diese in Social Media, schreibt an die WN, an die Zeitungen hier in Münster, dass sie berichten sollen. Ihr könnt Veranstaltungen auch noch mal selber organisieren, damit ihr eure Freunde oder ich weiß nicht, da wo ihr arbeitet, dass sie mehr Infos bekommen. Ich wurde letzte Woche eingeladen von den Studierenden der Katholischen Fachhochschule hier in Münster. Ein Dankeschön nochmal, die stehen da. Und ja, wirklich danke, danke, dass ihr diese Notwendigkeit gesehen habt oder seht und dass ihr diese Veranstaltung gemacht habt, auch für die erste Messler, die hier in Münster angekommen sind, dass ihr die Menschen sensibilisiert. Und das ist das, was wir von hier aus machen können. Wir können den Menschen hier nur sagen, was passiert auf der Welt, was passiert im Iran und wie sie diese Freiheitskämpfer, wie sie diese Revolutionsbewegung helfen können. Und das, die können wir helfen. Diese Menschen, wir müssen, indem wir
einfach die Stimme dieser Menschen sind, dass wir denen sagen und hier in Deutschland zum Beispiel, wie wir hier leben, mitteilen, was passiert dort, was kann die deutsche Regierung machen. Wir haben eine Liste von Forderungen, wie zum Beispiel Revolutionsgarde auf Terror- und Sanktionsliste, seit über einem Jahr nichts passiert. Die Botschaft hier in Berlin schließen und die Konsulate, ist auch nichts passiert. Dass die Gelder dieser Regimeanhänger eingefroren werden, die hier in Deutschland ihre Konten haben, ist auch nichts passiert. Und sich für diese Forderung einsetzen, unseren Abgeordneten, ich weiß nicht, wen ihr wählt, aber geht wählen, wählt bedacht und teilt euren Abgeordneten mit, was sie tun sollen und dass sie sich für Menschenrechte auf der Welt einsetzen sollen und dass Geld und Gier und Macht nicht wichtiger sein soll als Menschenrechte. Und wir sehen, was gerade auf der Welt passiert. Heute in Palästina, Israel, Rojava. Und das kann uns auch eines Tages treffen. Wir dürfen nicht denken, wir sind so weit weg davon. Wir sind nicht weit weg. Iran ist nur 4,5 Stunden Flug. Türkei sind fast 3,5-4 Stunden Flugzeit. Also denkt nicht, wir leben hier, oder Ukraine ist auch nicht weit weg von uns, dass wir in Sicherheit hier leben. Unsere Politiker müssen sich für Menschenrechte, für Frieden auf der Welt, für keine Kriege einsetzen und nicht Waffen liefern und noch mehr Waffen. Danke.